Da sind wir wieder. Und zwar ganz schnell. Ja, weil wir möchten einiges klarstellen. Und vor allen Dingen das, was ihr da im Hintergrund hört, dieses Rauschen, das ist nicht das Rauschen des Wildbachs, das ist der Gräuel der Autobahn. Ja, genau so hört sich das an auf der Autobahnraststätte. Wir sind nämlich gerade auf dem Heimweg. Mhm. Wir haben ja gestern das eine Video veröffentlicht. Wir blenden es mal ein, dass ihr da wisst, um welches Video es geht. Da sind viele Kommentare gekommen und da müssen wir etwas klarstellen dazu. Und aufs Intro verzichten wir auch trotzdem nicht. Nein, wollte ich gerade sagen, dass die Klarstellung kommt nach dem Intro. Genau. Drei Dinge wollen wir besprechen, drei Oberbegriffe. Das erste ist Fake, das zweite ist Werbung und das dritte ist Drohne. Mhm. Und mit den Fake beginnen wir. Wir haben im letzten Video eine realistische, eine uns basierte Situation nachgestellt. Es war für viele unverständlich, wie man in so eine Situation geraten kann und es wurde nachgefragt, berechtigterweise natürlich, ja, denn es ist auch eine komische Situation. Aber es wurde auch zwischen den Zeilen mehr oder weniger unterstellt, dass wir das faken, ja, nur damit wir Werbevideos machen können, die euch dann nerven, ja. Abgesehen davon, dass es ein bisschen dumm ist, weil man braucht es ja nicht anschauen, aber jetzt, das ist ein anderes Thema, ja, zum Thema Dummheit kommen wir dann später, ja. Wir faken keine Videos. Wir haben so viele Themen im Kopf, die wir machen könnten, dass wir gar nicht die Zeit und auch gar nicht die Motivation haben, diese vielen Videos zu drehen. Wenn uns was passiert, dann zeigen wir das und wir wollen euch das nochmal nachvollziehen. Ja. Kannst du mal die Kameraführung übernehmen, meine liebe Ossi? Ja, mache ich. Also als erstes wollten wir euch eben zeigen, wie das mit der Türe war. Also, es ist so, wenn wir die Türe hier verschließen, ja, so, geht die wieder auf. Kein Thema. Wenn ich sie aber jetzt abschließe, dann geht es ins Leere. Und wir haben unsere Türe, wir wollten nur kurz ein Video drehen vor der Türe und haben deswegen den Schlüssel innen gelassen, die Türe zugeschlagen und die ging genauso ins Leere, wie ich es gerade gemacht habe, ohne dass ich es abgeschlossen habe. Also ich bin nicht dumm. Ich kann auch ohne Schlüssel keine Türe abschließen. Der Schlüssel war drinnen, weil wir nur schnell rausgegangen sind. Wir haben die Türe zugemacht, wollten sie danach wieder aufmachen, wie sie ich jetzt aufmache, aber die ging nicht mehr. Die ging ins Leere, so wie wenn ich sie abgeschlossen hätte. Ja, okay, das haben wir ja jetzt schon gezeigt. Wir brauchen es nicht doppelt. Also ich denke, das hat jetzt jeder kapiert. Ja, genau, begriffen. Und wer nicht, der schreibt der E-Mail, da kriegt er von mir Antwort. Ja. So, also, dann, und dann das Nächste, dann hat es geheißen, wieso habt ihr das Fenster offen, wenn ihr aus dem Wohnmobil rausgeht? Hey Leute, das hat 30 Grad gehabt. Wir sind nur kurz vor die Türe gegangen, ja, und haben die Türe nicht mehr aufgekriegt und der Schlüssel war drinnen. Eben, weil wir gesagt haben, wir gehen ja nur vor die Türe, es kann niemand rein, es kann niemand wegfahren. Wir gehen danach wieder rein, aber es ging halt nicht mehr. Ja. So, da hat es geheißen, ha, 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 und dann die Türe ist verschlossen, Zentralverriegelung hat die Türe abgeschlossen und euer Kofferraumtür ist offen, fake, ja? Nein, wenn ich hier abschließe, das heißt, wenn dieser Griff nicht mehr tut, ja, dann ist meine Zentralverriegelung, hat deswegen die Heckraumtür nicht abgeschlossen. Schauen wir doch mal an. Ja. Ja. So, geht auf, vorne ist zugesperrt. Wenn ich mit der Zentralverriegelung abschließe, dann ist die natürlich auch zu, aber nur dann. Mach mal. So, jetzt schließe ich mit der Zentralverriegelung ab. Jetzt kriege ich da nichts mehr auf, das ist schon klar. Aber die Türe war nicht verschlossen und deswegen war ja auch der Schlüssel drinnen. So, war das jetzt alles? Nein, weil dabei deine Fahrertüre. Ach so, meine Fahrertüre. Aber halt, stopp, jetzt müssen wir erstmal. Ach so, ja, doch, das können wir ja sagen, weil die Türe ja von innen verriegelt war. Ja, dann mache ich sie auf. Mhm.
So, also, ich entriegle das Fahrzeug. Fahrzeug ist offen mit Zentralverriegelung. Die Tür kriege ich trotzdem nicht auf. Ja? Ja. Und warum nicht? Weil wir hier ein Abusschloss haben, das ist von innen zugemacht. So, und erst wenn ich dieses Abusschloss bewege, dann geht die Tür auf. Oh. Kapiert? Also wenn das jetzt etwas laut hier zugeht, wie gesagt, wir stehen hier auf der Autobahn an einem Parkplatz. Wir mussten das jetzt einfach loswerden, deswegen sind wir rausgefahren. Ja. Also wir produzieren keine Fake-Videos. Das haben wir gar nicht nötig. Das ist ja nicht unsichtig. Also, aber jetzt gehen wir rein, um die nächsten Punkte abzuarbeiten. Genau, dann geht's weiter. Tacheles. Ja, genau. Dann reden wir Tacheles, aber das machen wir drin, da ist es etwas ruhiger. Genau. Wir sind schon aufgeregt genug. Ja. So, also jetzt sind wir drin. Jetzt haben wir hier, ist es etwas ruhiger. Und zur Beruhigung nehmen wir erstmal einen Schluck. Ja, für die Nerven beruhigen. So, Thema Werbung. Ja. Unsere Videos sind monetarisiert. Mhm. Das Ganze hat einen Grund. YouTube bietet nämlich Produzenten von Videos, die sich in der Regel Mühe geben, ja, an, eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen, wenn Werbung geschaltet wird. Es gibt YouTuber, die setzen das Thumbnail rein, das ihnen YouTube vorschlägt. YouTube schlägt jedes Mal drei vor, das macht keine Arbeit. Aber wenn ihr unsere Videos anschaut und unser Thumbnail, dann seht ihr, das ist alles Handarbeit. Das ist alles teilweise sehr aufwendig gestellt. Wir arbeiten mit zwei Mikrofonen, die uns schon mal allein 300 Euro gekostet haben. Also wir stecken in dieses Hobby Geld. Und wir stecken in dieses Hobby Mühe, denn wir schneiden auch die Videos. Wir lassen nicht einfach irgendeinen Quatsch da stehen, weil wir zu faul dazu sind, sondern wir schneiden es sekundenweise teilweise raus. Ja? So, da steckt Arbeit dahinter. Und diese Arbeit bekommen wir von YouTube mit einem kleinen Aufwandsentschädigung vergütet. Also man wird nicht reich dabei, also nein, wie manche ja meinen, also ja, ganz bestimmt nicht. So. Wir sagen zu YouTube, du kannst Werbung schalten und uns davon was abgeben. Und YouTube macht das. Beim letzten Video haben wir Zuschriften bekommen, 3-mal Werbung ist viel, 5-mal Werbung ist zu viel. Ein anderer hat uns dann privat geschrieben, er hat kein einziges Mal Werbung gehabt. Wir kennen die Regeln von YouTube nicht. Nein. Wir beeinflussen das auch nicht. Wir setzen nicht die Werbung rein. Das macht alles YouTube. Ja? Und die Alternative wäre, dass wir zum Beispiel einen kleinen intimen Kreis bilden. Die Möglichkeit bietet uns YouTube auch. Ja, und dann können nur die Videos anschauen. Die müssen nur dann einen gewissen Obolus bezahlen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen die Videos öffentlich lassen. Und es gibt dann die Möglichkeit für diejenigen, die sagen, die Werbung, die nervt mich tierisch, mach doch einfach ein YouTube-Abo. YouTube bietet Abos an, ich weiß nicht, was sie kosten, aber die Welt kostet sicherlich nicht, vielleicht 10 Euro, 20 Euro im Monat. Und dann ist alles, was ihr auf YouTube schaut, ist werbefrei. Und derjenige, der die Videos produziert hat, der bekommt eine gewisse Aufwandsentschädigung dafür. Die natürlich geringer ist, als wie wenn es normal im Video die Werbung ist. Ich weiß es nicht. Ja. Aber man kriegt dann trotzdem eine Anerkennung als Produzent der Videos. Und vor allen Dingen, was hier der Sinn und Zweck der Sache ist, ihr könnt ungenervt die Videos anschauen. Also wir haben dieses Abo selbst nicht. Nein. Aber uns stört es auch nicht, wenn wir Werbung haben, geschweige denn meckern wir dann die Videoproduzenten an, dass wir Werbung sehen mussten. Also entschuldigt bitte bei allem Respekt, aber es ist nicht schön, dauernd angemeckert zu werden, weil Werbung drinnen ist. Ihr habt die Möglichkeit, durch einen kleinen Opolus diese Werbung zu eliminieren. Wenn ihr es nicht macht, dann akzeptiert es einfach. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, ein paar Euro für unsere Aufwendungen zu bekommen. Wir verdienen mit YouTube kein Geld. Die Aufwendungen sind höher als die Einnahmen. Das können wir euch dazu sagen. Stimmt's, Ossi? Ja, eben. Und es macht uns einfach Spaß, solche Videos zu drehen. Natürlich, das ist unser Hobby, das ist klar. Und wir freuen uns ja auch, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, dass euch das Video gefallen hat, weil es einfach auch ein wenig... Ihr habt ein paar Informationen bekommen, ein paar ruhige, entspannte Minuten gesehen. So soll es doch eigentlich sein. Und wen das stört, wer das nicht haben will,
schaut es doch einfach nicht an. Ja, es gibt ein Abo. Deabonniert uns doch einfach. Ja, genau. Ihr Nervensägen. Ja, aber nein, da müssen wir das. Ich glaube, jetzt ist okay. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Ihr merkt, der Helle regt sich tierisch darüber auf. Mich nerven diese missgünstigen Leute, ja, die einfach nur ihren Frust loswerden wollen. Ja. Das nervt einfach tierisch. Nicht, dass wir Kritik unverträglich sind. Nein, aber das ist ja keine Kritik. Und man darf auch nachfragen, wenn das mit dem Schloss nicht plausibel ja, rüberkommt. Ja, genau. Da kam eine Nachfrage, okay. Weil das ja. Der eine oder andere nicht verstanden hat. Und es ist vielleicht auch für den einen oder anderen unverständlich irgendwie rübergekommen, gerade vielleicht für jemanden, der keine Zentralverriegelung hat, weil sie dann gesagt hat, das ist ja gerade Zufall, die Tür ist zu, aber hinten ist auf. Ja. Wir haben es jetzt erklärt. Also wir haben es erklärt, wir hoffen, ihr habt es verstanden. Ja, bei manchen zweifelt man dran, ob die das überhaupt kapieren können. Ja, ja, und dann eben auch noch, jetzt eben gerade an unserem letzten Video, erstmal steht es im Thumbnail Imagefilm. Ja, ein Imagefilm ist ein Werbefilm. Wir haben für unsere... Sorry, aber wenn da drin steht Imagefilm, Werbefilm und man bekommt dann nachher eine Kritik, das war ja nur ein reiner Werbefilm, da muss ich einfach sagen, hallo, wie dumm bist du? Ein Image, Werbung? Und außerdem habe ich das gleich zu Anfang unseres Videos vor dem Intro noch gesagt, dass es ein Werbefilm, also ein Imagefilm ist und es braucht keiner anzugucken. Wenn sich's einer anguckt und nachher schreibt, das war ja nur ein Werbefilm, dann sagt, hallo, geht's noch? Ja, also das war jetzt meins. Werbung erledigt. Bitte lasst es. Mahnt uns nicht an wegen der Werbung, abonniert oder ertragt die Werbung. Ja, aber das haben wir ja jetzt schon. Ja. Jetzt geht's weiter. Nächster Punkt ist Drohne. Und Verstöße. Also für die Schlaumeier, die meinen, sie müssen mich ins Gefängnis schicken, denen sage ich eins, ich stehe jetzt auf 3 Parkplätze quer an der Raststelle. Ich will es euch nicht, aber ihr könnt mich gleich ermahnen. Ja? Oder ruft die Polizei an, die soll kommen und soll mich verhaften. Ja. Also wir wollten nicht zwischen die Tracker stehen. Deshalb, und es war, ist jetzt hier noch Platz genug, jetzt haben wir uns einfach quergestellt. Ja? Auf also, 3 Plätzen. Unser Gustl ist noch mal zu lang. Also jetzt aber wirklich Thema Drohne. Ernst. Jetzt geht es wieder ernst weiter. Es gibt ein Naturschutzgebiet, da darf man keine Drohne fliegen. Das haben wir auch in Donaueschingen, an der Donau, am Donaudurchbruch gesagt. Ja. Und daran halten wir uns selbstverständlich. Wir halten uns Leute, an Regeln. Wir sind verantwortungsbewusst. Wir sind nicht umsonst zu alt geworden und haben uns in unserer Gesellschaft behaupten können, ja. Weil wir doof sind oder weil wir gegen alle Regeln verstoßen, sondern weil wir wissen, wie wir mit dem allen umgehen. Ihr könnt es uns glauben, wir sind auch verstandsmäßig noch ziemlich agil. Ja. Also wir wissen, was wir tun dürfen, was nicht. Wir brauchen keine Schlaumeier, die sagen, das darfst du nicht machen. Oder hast du das auch richtig gemacht? Nein, solche Schlaumeier machen wir nicht. Geht zu euren Nachbarn, schellt an und sagt, hey, du hast dein Treppe nicht richtig geputzt, aber lasst uns in Ruhe bitte. Ja? Wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht und wir wollen es auch nicht. Ja? Also wir können euch nicht jedes Mal eine schriftliche Bescheinigung in die Kamera halten, wenn wir irgendwo was filmen euch, oder nicht. Es geht euch auch nichts an. Ja, zeigt uns an. Genießt doch einfach. Ja, also, das können die nicht. Nein, die müssen belehren. Das sind die Oberlehrer. Ja? Die müssen belehren. Die müssen dir sagen, ich bin ein Schlaumeier. Weißt du, viele schreien hier, mach doch das oder jenes. Die haben genauso viel Ahnung von Technik wie ich. Ja? Weil das, was sie schreien, das ist ja schon mal falsch. Ja? Die verstehen teilweise gar nicht, was ich nicht gekonnt habe. Ja? Die schreiben einfach, wie es geht, obwohl sie es gar nicht wissen. Ja? Also, es nervt einfach. Ich glaube, das habe ich jetzt deutlich gesagt, oder? Ja, wir haben es ja schon mal gesagt. Also oder? Heute erlebt ihr mal Ursi und Helle nicht sehr freundlich. Also wir können Nein, auch wir sind, nicht freundlich. Ehrlich gesagt, ich bin stinksauer, muss ich sagen. Und da habe ich mein Mikro gar nicht angesteckt. Dass es raus kann. Oje, oje, oje. Also war jetzt sein Ton nicht so ganz in Ordnung. Dann ist es ganz gut, dann habt ihr Also dann braucht ihr jetzt nicht schreiben, der Ton war miserabel. Wir merken es selber. Es passieren Sachen. Erstens mal, wir sind auch gar keine Profis, ja? Dann kann es ja auch mal sein, dass irgendetwas zu laut oder zu leise ist.
wir geben uns Mühe, dass immer alles richtig ist, ja, aber es passiert halt manchmal. Und wenn natürlich. Ein Video hochgeladen ist und mir stellt dann anschließend fest, oh, das war jetzt aber nicht so gut, wir können das Video nicht mehr zurückziehen. Im Übrigen, also ich meine, wir können schon zurückziehen, aber dann noch einmal hoch machen und alles. Also das machen wir einfach. Eine Frage an die Schlaumeier mit der Drohnenberechtigung. Schreibt ihr jedes Mal ans ZDF oder an die ARD, wenn da Drohne drin ist, schreibt jedes Mal, hey, habt ihr auch keine Erlaubnis gehabt? Hä? Zieht mir die Schuhe aus. Also es tut mir echt leid, aber ich muss irgendwann muss ich hier auch mal meinen Fuß verlassen. Ja. Also ich glaube, das war's jetzt eigentlich, das war's, ja. Oder? Also, liebe Zuschauer, wir werden weiterhin Videos drehen. Es macht uns nämlich riesen Spaß. Und wenn es euch auch Spaß macht, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder anschaut. Wenn es euch keinen Spaß macht, dann schaut uns nicht an. Nicht ihr könnt anschauen. Uns deabonnieren. Ja, also, Ossi und Helle vergessen. Ja, was soll's. Ja. Und wenn ihr mal eine Kritik habt oder eine Frage habt, kein Thema. Ja. Wir bemühen uns, alles zu beantworten. Wir sind auch kritikfähig. Aber wir wollen nicht belehrt werden von euch. Wir sind selber schlau. Wisst ihr? In diesem Sinne hoffen wir euch jetzt wieder versöhnt zu haben, ja. Und dann freuen wir uns wieder auf unser nächstes Video. Schreibt uns ruhig mal dazu, was ihr davon haltet, ja. Und wenn er uns kritisiert, dann ist es auch okay. Höflich bleiben, das ist das Wesentliche. Ja, ich hoffe, du warst jetzt auch höflich. Aber ja, ich denke schon. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich niemanden. Wir waren noch unter uns jetzt. Wir waren unter uns. Wir haben unseren Frust abgelassen. Ja. Und ja, okay. Wenn ich jemand zu nahe getreten bin, dann entschuldige ich mich da mal. Ich wollte niemand zu nahe treten, aber ich wollte auch klar machen, was uns nervt. Ja, und ich meine, wir haben auch niemanden persönlich jetzt gemeint. Nein, aber die meisten von euch, die sind ja auch vollkommen. Absolut. Ich sage jetzt in Ordnung. Also deswegen halt, machen wir es ja, weil wir so viele nette Menschen kennengelernt haben dadurch. Im Prinzip sind es eigentlich auch fast immer die gleiche, die irgendwie was Negatives zu meckern und zu Maule haben. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir Kommentare löschen. Davon werden wir jetzt verstärkt Gebrauch machen. An permanente Nervensägen werden wir einfach blockieren. Die können dann schreiben, was sie wollen und mögen. Das kann nur niemand mehr lesen, außer sie selber. Ja? Also so werden wir uns jetzt dazu wehrsetzen. Wir haben keine Lust mehr, diese Kommentare unter der Gürtellinie zu lesen. Ja, jetzt sagen wir mal so, unter der Gürtellinie war da ja jetzt nichts, aber es war einfach nervig. Okay. Ist einfach nervig und auf solche Kommentare gehen wir eigentlich jetzt nicht mehr ein. Da gibt's halt gar nichts. Oder wir löschen sie. Ja, je nachdem, aber halt hauptsächlich, die bleiben einfach dann oder unkommentiert oder von uns nicht. Ihr habt ja bestimmt schon gesehen, wir verteilen ja dann auch diese Herzchen und so und da kommt dann halt gar nichts. Ja. Eben. Das bleibt so stehen oder wird gelöscht und so ist es jetzt. So, aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir müssen heim. Ja, wir sind nämlich auf der Heimfahrt. Wir haben nur kurz unterbrochen und ob wir das bringen, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt unseren Frust von der Seele gelassen. Vielleicht klang das schon, vielleicht klang es noch nicht, dann stellen wir es online. Ich denke schon, dass man es online stellt. Das kann man ja ruhig mal sagen, was uns dann immer nervt. Ihr werdet sehen oder auch nicht. Ich denke, wir werden es bringen, ganz einfach, weil es muss einfach auch mal sein. Wir sind nicht immer lieb und nett. Auf jeden Fall machen wir unsere Videos weiter. Seien uns nicht böse, aber... Ja, ich meine, die, wo es betrifft, die werden das verstehen. Ja. Und wenn sie es nicht verstehen, können wir es auch nicht dafür ändern. Und es waren keine Fakes. Also das hat uns schon ein wenig getroffen, dass wir da als... Ja, als hingestellt werden, Wir zocken auch niemanden ab mit der Werbung. Also wir geben mehr Geld aus für die Videos. Nicht nur monetär von Anschaffungen her, sondern auch von unser Arbeitsaufwand ist enorm bei den Videos. Und dann solche blöden Kommentare zu kriegen, das ist schon verdammt, jetzt will ich aber Schluss machen. Ja, jetzt machen wir wirklich Schluss. Also... Ja. Macht's gut, habt noch eine schöne Zeit und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Jawohl. Also tschüss, macht's gut. Tschüss.